Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Oh, kann man das da noch ändern? Kann man noch ändern. Aber kann ich das auflösen? Auch wieder? Der besondere Job. Der Hearst ist der Hingang, um einen besonderen Job zu kriegen. Sonderausbildungsprogramm. Ich lasse das jetzt. Na, warte mal. Ich tue das auf Verbindung ist. Beenden. ...1989 gründete Lord Marsh zusammen mit Freunden das Sonderausbildungsprogramm für Arme und Bedürftige. Ja. Genau. Ja, ja sicher, eine Liste von Teilnehmern am Sonderausbildungsprogramm. Ja, der ist also 100 pro in Verbindung. Aber kann man da theoretisch... Nee, okay. Na, ich glaube, das war schon das, was man... Naja, okay. Kann man nur was befragen? Gibt es noch etwas, das Sie interessiert? Lord Marsh glaubt, dass er alt... Trotz meines Art... Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Lord Marsh hilft sogar Krankenhäusern. Es ist äußerst ehrenhaft, sein ganzes Leben der Hilfe für Arme zu widmen. Ja, das auf jeden Fall. Lord Marsh gibt einen großen Teil seines Vermögens für die Armenhilfe. Aber da ist sicher, das ist sicher... Ich habe noch nie so viele Hilfspakete für Arme gesehen. Vor allem nicht im Haus eines Lords. Deckung für irgendwas. Also er macht sicher irgendwas Krummes im Hintergrund. Gibt es noch... Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Das Ja, ich weiß nicht, sind wir da jetzt schon fertig? Okay, schauen wir da hinten raus. Oh. Zu. Abgeschlossen. Hoch können wir ja nicht. Fest verschlossen. Was ist, wenn jetzt einfach zur Tüge? Warte mal, ich schau jetzt da in dem Raum nochmal. Nee, okay, ja, ich weiß es nicht. Ich geh jetzt einfach mal raus. Auf Wiedersehen! Ich kann mich draußen jetzt auch nochmal umschauen. Warum auch immer. Aber wir tanzen halt einfach einmal. Fest verschlossen. Kann ich mit der Leiter irgendwas machen? Nö. Okay. Gut, ich weiß jetzt eigentlich auch nicht, was wir da jetzt machen sollen, können, wie auch immer. Ich versuche jetzt einfach da rauszugehen und schauen, was passiert. Ich bin da noch nicht fertig. Ich weiß es nicht. Warte mal. Was ist meine Aufgabe? Untersuchen Sie das Verschwinden von Toms Vater George Hearst. Erfragen.
Das passt eigentlich nichts mit den... Ach, das juckt. Irgendwas mit den anderen zusammen. Also wenn jetzt auf keine Verbindung tue. Okay, da kommen das dann so dran, aber das brauche ich eh noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ich kann bei ihr mir nichts mehr erfragen. Ich habe ja alles gemacht, ne? Meine ich. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Trotz meines Adelstitels muss ich mein Zuhause mit diesen Essenspaketen für die Armen teilen. Mhm. Okay, und da komme ich einfach dann gleich... Ich geh mal in Hörsts Wohnung und versuch... Achso, das hat mich geschreckt. Ist Donner draußen. Herleitung öffnen? Aha, okay. Das ist das dann wieder. Ich werde einfach mal mit dem Jungen reden. Schauen wir mal. Ah ja, schaut mal, da ist was Neues. Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Tom, nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ein Ausbildungsprogramm? Nein, er sprach nur von einem besonderen Job. Mhm. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung, warum. Gut gemacht, Junge. Die könnte uns von Nutzen sein. Könnte sie das? Okay. Schauen wir mal. Ein Schlüssel auf jeden Fall. Was ist denn das? Oh nein, ist das Dietrich? Weiß ich nicht. Damit können auch Waffen geölt werden. Okay. Einfach mal einstecken, werden wir schon brauchen, ne? Der Jagdclub. Jesus Brest Wolfcheck. Wolfshase. Sieht wie ein Armeeabzeichen aus. Achso, noch dieser Jagdclub, weil er hier schon ist. Damit säubert man ein Gewehr. Tom, hat dein Vater ein Gewehr? Nein. Wenn doch, hätte er es mir bestimmt gezeigt. Ich bin mir sicher, das hätte er nicht. Mhm. Ich muss dieses Gewehr finden. Sicher am Dachboden, oder? Ein Eimer. Da ist Öl drinnen, okay. Ah ja, jetzt kann ich. Mhm. Mit diesem Tuch hier wurde eine Waffe geölt. Eine Waffe, das rieche ich sofort. Hat dein Vater irgendwo weiteren Besitz? Nein, glaube ich jedenfalls nicht. Ich muss Toby holen. Er wird Geil. Am Öl schnüffeln und dann das Gewehr finden. Oh, wie cool ist denn das? Toby! Ein Schlüssel aus Toms Wohnung. Ups, was haben wir da noch? Holen Sie den Hund Toby. Oh, das finde ich ja cool. Bin gespannt, wie das jetzt funktioniert mit Tobi.
Wurm eigentlich wotzen lassen? Ist der noch immer da drüben? Tobi! Wir müssten arbeiten. Los, Tobi. Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Genau. Watson? Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Boah, jetzt regnet es gerade wieder vor York draußen. Geil. Okay, ihr habt Tobi dabei. Ich würde gerne Lord Marsh. Ja, du kannst da hingehen, aber ich muss jetzt vorher. Warum ist der Kranz oben? Kate würde nicht wollen, aha, dass ich ohne ihr Wissen ihr Zimmer betrete. Okay, das ist Kate ihr Zimmer jetzt. Okay, dann reisen wir wieder Hursts Wohnung. Und dann Tobi! Oh, kleiner Wuschel. Oh, Süßi. Und dann gehen wir nochmal zum Lord Marsh wegen seinem Gesundheitszustand, der mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Aber in Watson. Okay, Tobi. Such, Tobi. Such. Wow, jetzt kann man Tobi spüren. Wir haben es nicht eilig, ne? Die Musi dazu. Ah! Okay, warte mal, wo hat denn der seine Waffe bitte versteckt? Cookie! Oh, so süß! Hä? Lalalala, meine Ohren! Oh, ist das lieb! Die flattern im Wind! Oh! Gefunden! Witzig gemacht auf jeden Fall. Das ist nur eine Laube. Weiter geht's. Ah, okay. Einfach da reinschauen? Nee. Gut. Das ist nicht lieb. Er hat es vergraben, oder was? Hä? Warte mal hin. War voll der Donner draußen. Hört ihr das? Hört man den Donner? Was ist da unten? Oh, der Schlüssel passt. Der hat einfach mal ein zweites Haus. Ohne dass irgendwer von dem, davon weiß. Zeitungen liegen da. Es ist wie so ein Keller. Ne, was man mieten kann, so Kellerabteile oder irgendwie so. Nichts, was von Interesse wäre. Dieser Keller wird als Lager genutzt. Ein Haufen Abfall. Oh, nee. Nur ein paar alte Dinge. Boah, da kannst du ihn aber schon schrecken, ne? Da kann jetzt ein guter Schreckmoment da kommen.
So, durch Schlüssellöcher schauen? Oh, das ist schon ekelhaft. Oh nee! Nein, nicht hier. Ein gewöhnlicher Lagerraum. Alte Sachen. Oh, mag ich gar nicht. Okay, die Tür schaut irgendwie wichtig aus. Deshalb schau ich vorher da. Nur Abfall. Ein Bild von Tom. Mal sehen, ob wir die Tür aufbekommen. Setzen Sie eine oder mehrere passende Dietriche ein, um die Schlossscheiben so hoch zu drücken, dass ein freier Weg für den Sperrstift entsteht. Okay, also warte mal. Eins. Oh Gott. Bestätigen und entfernen. Warte mal. Zu den Dietrichen. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Okay. Gut, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da jetzt so richtig machen muss. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Ich kann den jetzt auch nicht mehr entfernen. Okay. Ja, dann nochmal. Okay, ich verstehe. Das ist ein interessanter Lagerraum. Ich nehme mal die Adlersicht. Adlersicht activated. Gut. Ich sehe hier nichts. Ein Artikel über die Lords und das Ausbildungsprogramm. Was wollte Hurst damit? Lord Marsh hat mit seinen Freunden Lord Harrington und Lord Collins eine als Sonderausbildungsprogramm bezeichnete gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen, indem diese drei Herrschaften den Armen in unserem Land zu einem besseren Leben und zu einer sicheren Zukunft verhelfen, leisten sie auch in beachtlicher Manier ihren Beitrag dazu, unsere Gesellschaft, die nicht von Problemen und Schwierigkeiten verschont wird, stetig und langfristig zu verbessern. Abschiedsbrief. Mein lieber Tom, wenn du diese Zeilen liest, heißt es, dass ich nicht mehr am Leben bin. Es tut mir unendlich leid, dass es so gekommen ist, aber ich hatte keine andere Wahl. Das musst du wissen. Du bist ein sehr kluger Junge und ich bin augenblicklich... augenblicklich. Und ich bin unglaublich stolz auf dich. Eines Tages wirst du alles verstehen und mir vergeben. Ich liebe dich über alles, mein Sohn. Verzweifle bitte nicht. Versuche glücklich zu sein. Du wirst auch ohne mich zu einem tapferen jungen Mann heranwachsen. Und zwar schneller, als du denkst. Dabei wirst du niemals alleine sein. Deine Mutter und ich werden vom Himmel aus stets auf dich aufpassen. Dein dich liebender Vater. Okay, er hat schon Abschiedsbrief geschrieben. Vergleichen wir diese Liste mit dem, was wir zuvor gefunden haben. Dies ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm im Oktober. Mhm. Laut diesem Plakat wird John Strawbridge vermisst. Vergleichen wir sie mit den Namen in Hursts Dokumenten. Okay. Patrick Tanner? Nein. Thomas Kelly? Achso, das sind mehrere Listen. Jetzt erkenne ich. Okay, Patrick Tanner. Ja, da ist das Strawbridge. Tanner, 3. Oktober, X. Das ist jetzt bei jedem Vegetable Staple. Warum kann ich immer nur an? Okay, ich gehe mal weiter. Thomas Kelly, 10. Oktober.
William Fetcher. Dieser Mann kommt okay. In beiden Listen vor. Tanner und Reginald Staple. Alle Namen aus Marshs Liste sind in Hursts Dokumenten markiert und mit Datum versehen. George Hursts Liste. Daniel Jones, Smith, bla bla. Okay, da haben wir es einfach nur mal. Gruppe S. Die sind alle in Gruppe S, ne? Thomas Kelly. Und alle im Oktober? Ich schätze mal, da werden sie vermisst im Oktober. Aha, wir haben wieder B1, also an. Okay, warte mal. George Hurst hat einen Abschiedsbrief an Tom verfasst. Ja, genau. Der Abschiedsbrief hat zu tun mit besonderer Job. Keine Rückkehr. George Hurst wusste, dass er von seinem besonderen Job nicht zurückkehren würde. Deswegen hat er einen Abschiedsbrief an Tom geschrieben. George Hurst hat einen Abschiedsbrief geschrieben, den er Tom aber nicht gegeben hat. Es besteht die Möglichkeit, dass er noch am Leben ist. Ja, gut, die Chance. Aha. Ja, komm, ich bin mal ein bisschen optimistisch. Okay, schau mal, welcher Zeitungsartikel? Ein Zeitungsartikel aus George Hursts Keller. Es geht darin um Lord Marsh und das Sonderausbildungsprogramm. Ah ja, und vermisst. Achso, nee, okay. Okay, das war's anscheinend. Ja, gut. Munition, oder? Zwei Patronen. Hier war wohl voller Munition. Das war einmal, so wie es ausschaut. Briefe. Brief eines Freundes. Lieber George, ich verstehe dich und es ist so traurig. Wie auch du kann ich keine Arbeit finden, nicht mal etwas für eine Stunde oder so. Meine Kinder haben nichts zu essen. Wenn ich um Arbeit bitte, heißt es immer, dass kein Bedarf sei an verwundeten Leuten wie mir. Unsere militärischen Verdienste zählen einfach nichts mehr. Wir haben für unser Land im Krieg gekämpft. Aber jetzt lässt es uns im Stich. Niemanden interessiert es, was es uns wird. Dein Freund Jack. Orden. Im Namen Ihrer königlichen Majestät, Königin Victoria des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, erkläre ich Frederick Russell Burnham, Major der britischen Armee, hiermit das Land
Armee hiermit Doppelpunkt. Das Land schuldet George Hurst, einem ehrenhaften Soldaten des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, für seine tapferen militärischen Dienste den allergrößten Dank. Toll. Die britische Armee verleiht ihm hiermit die Medaille für hervorragende Dienste und entlässt ihn aufgrund der Verletzungen, die er sich im Einsatz zugezogen hat, ehrenvoll in den Ruhestand. Major Frederick Russell Burnham. Also das war ja wahrscheinlich das Abzeichen, ne, was wir gefunden haben. Okay, also er hat Verletzungen gehabt und ist entlassen worden. Hier hat etwas an der Wand gehangen. F. Visualisierung hilft ihnen dabei, sich Objekte und Ereignisse bildhaft vorzustellen, nur in bestimmten Situationen sinnvoll. Es gab hier ein Gewehr. George Hurst hat es mitgenommen. Okay, wir haben wieder was herausgefunden. Vorbereitungen. Job. George Hursts besonderer Job ist ohne Zweifel keine friedliche Tätigkeit, wenn er dafür sein Gewehr mitgenommen hat. Ist so. So, dann kennen wir da sogar George Hursts Verwundung. Ja, nee, das hat eigentlich nichts. Ich probiere jetzt mal alles durch. Nee, weil das hat ja eigentlich mit dem Wehrdienst zum da. Und nichts mit der Situation da jetzt. Da oben ist ja auch noch was. Dem Schrank kann man nichts machen. A Pink Forest oder was? Manor Cottage? Eine Karte von Epping Forest. Was ist Epping Forest? Im Archiv. Ah, okay, das müssen wir uns nochmal anschauen. Herr Keller, haben Sie eine Karte von Epping Forest gefunden? Okay, wir haben wieder einen neuen Hinweis. Liste von Bedürftigen. Einige der Namen auf der Liste, die Sie in George Hursts Keller gefunden haben, sind markiert. Es handelt sich um dieselben Namen, die auch auf der Liste aus Lord Marshs Haus stehen. Vermisst. Mhm. Da. Möglicherweise sind alle Teilnehmer der Gruppe S des Sonderausbildungsprogramms verschwunden. Ja. Au. Zeitungsartikel aus German Keller ist getan, um Lord Marsh und das Sonder... Das hängt mich auch zum. Das ist die Sitzen. George Hurst war zwar interessiert am Sonderausbildungsprogramm, aber das war auch schon alles. George Hurst hat Informationen über die Bedürftigen und Lords gesammelt, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Ja, das wissen wir aber noch nicht. Was er gemacht hat, wissen wir noch nicht. Kann ich es auch einfach offen lassen? Na ja. Okay. Nee, das weiß ich noch nicht. Das haben wir eigentlich noch nicht herausgefunden. Da können wir eigentlich nichts dazu sagen. Moment, mein Handy hat gerade geklingelt. Okay. Ja, das B ist noch offen. Ich glaube, ich muss das, also was heißt muss, aber... Ja.
Warte mal, wie komme ich denn noch? Ich hätte ja in das andere rein. Ah, okay. Oh, Leute, du stichst da voll rein. War zwar interessiert, aber das war auch schon alles. Nee, ich glaube, der hat schon... Der hängt da schon drinnen, glaube ich. Oh, okay, nice. Hurst wusste Bescheid. George Hurst wusste darüber Bescheid, dass einige Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm verschwunden sind. Ja, das glaube ich schon, dass er da Bescheid gewusst hat, weil es war da ja die Listen und alles. Also, mhm. Ah ja, das, na, ich glaube, das stimmt schon so. Gut. Haben wir da alles? Ich meine, ja, können wir mit dem Seil was machen? Nee. Okay, wir gehen raus. Ey, das B irritiert mich. Da gibt's gleich... Kann ich nur irgendwas herausfinden? Das macht mich gerade ganz wahnsinnig. Jetzt warte mal. Ich probiere jetzt schon einmal alles. Oh, warte mal. In Marschs Haus eindringen. Schleichen Sie sich in das Haus von Lord Marsh und finden Sie mehr über das Sonderausbildungsprogramm. Okay, mache ich. Okay, das mache ich. Okay. Ah, jetzt ist das B weg. Okay, also immer, das B ist immer da, auch wenn wir was machen können. Ne? Es ist nicht umsonst da. Gut zu wissen. Man hört dann Tobi die ganze Zeit winseln. Boah, der Schatten hat mich gerade geschreckt. Ist das der Tobi, der winselt? Ich weiß es gar nicht. Tobi? Ah, oh, da ist er. Gott sei Dank. Brava, Tobi. Die beste Spürnase im Königreich. Brava. Cool. Tobi, du bist echt super. Können wir da oben eigentlich hin? Nee. Ja, gut. Schleichen Sie sich in das Haus. Okay, da wollten wir jetzt... Ah, na, warte mal. Wir reisen zuerst geschwind in unser Dings zurück. Ich würde mich gerne im Archiv den Anstecker da noch geschwind analysieren. Die Medaille, was wir gefunden haben vom Hurst. Ich liebe ja das Wetter draußen, ne? Donner und so, so geil. Es ist so entspannend. Genau, Wolfshase. Kampfsport, Orden und Medaillen. Da. Ein Wolfshase. Ist halb Wolf, halb Hase. Dem Clan der Lovat Scouts diente er als bildhafter Spitzname für sich selbst. Die Lovat Scouts bildeten später die erste offizielle Scharfschützeneinheit der britischen Armee. Okay, also er ist Scharfschütze gewesen. Da, gefunden. Aha, dann mal wieder. Lovat Scouts? Das würde halt auch mit dem Dings... Nee, er hat eigentlich da nichts mit dem... Verwundung, natürlich. George Hursts Verwundung ist eh klar. George Hurst gehörte zur Scharfschützeneinheit der Lovat Scouts. Okay. Tobi, du kleiner Wuffi! Sieh an! Ein verdientes Nickerchen nach einem harten Arbeitstag. Auf meinem Kissen. Verdient, Tobi, verdient. Bleib ruhig. Okay, ich muss jetzt mal... Ich mache jetzt da kurz eine kleine Pause. Warte mal, was haben wir da? Achso, ist das, was wir gerade entdeckt haben?
Weil jetzt wird es, glaube ich, ganz spannend. Jetzt schleichen wir uns dann in sein Haus rein. Gibt es wieder Schleich-Action. Ja gut, wir können uns ja schon mal hinporten. Da machst du das Haus. Ich hole mir jetzt noch geschwind einen Kuchen. Wir sind gleich wieder da, liebe Leute.